So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ich hoffe, ihr habt jetzt... Ja gut, ich muss sagen, ich muss jetzt hier ein bisschen noch knobeln, wie ich hier weiterkomme. Weil, ja, irgendwo weiter oben... Ich schaue einfach mal kurz auf die Karte. Hoppla. Der Weg, den wir lang müssen, ist... Ist das der hier? Momentchen. Es ist schwierig zu sagen. Da gibt es hier noch eine ganze Menge Kisten. Vor allem... Oh! Ein großes Artefakt. Ja, komm, wird eine Kletterpartie. Ich kann da nicht hoch. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ich muss erstmal wirklich schauen, weil... Auf dieser Ebene hier kann ich nicht viel machen. Da... Oben, das könnte ein Punkt sein, von dem wir weiterkommen, wenn man hier ein entsprechendes Portal hätte, oder? Na, man kann da hoch, also das ist nicht das Problem. Man muss halt nur auf diese Teile drauf. Ja, dann müssen wir nur noch warten, bis hier was vorbeikommt. Dann schauen wir mal, auf welche Orte wir kommen und ob es da irgendwas gibt, was wir tun können. Also, hör auf, uns Gottlet an die Backe zu labern. Ach ja, hier war nur das Ding. Momentchen, hier. Also von hier kommen wir, aber das sieht so aus, als wäre hier irgendeine Möglichkeit weiterzukommen. Also hier waren wir ja schon drin, oder? Ich meine. Ich bin jetzt verwirrt, weil das, was ich jetzt mache, ist ziemlich dämlich. Ich gehe da nochmal durch. Vielleicht ist es doch ganz so einfach und ich war einfach nur blöd. Also einmal kurz auf die höchste Position hier und nochmal durch die Tür, um zu schauen, ist das vielleicht doch richtig. Nee, hier waren wir auf jeden Fall schon. Irgendwas muss ich doch machen können. An den Dingern sind keinerlei Portale. Nix. Man muss aber irgendwie nach oben. Ich schaue nochmal von hier, ob da wirklich keine Portale auch von außen dran sind. Ach, da ist eins. Was auch immer das genau bringt. Noch weiß ich es nicht. Das Ding kommt nämlich nirgendwo vorbei, wo ein Portal von Nutzen wäre. Ach, ich verzweifle hier noch. Immerhin hält Azrael gerade die Klappe. Da unten ist auch nichts, was ich irgendwie benutzen könnte. Ich meine, ich kann kaum hier irgendwie das als Geschwindigkeitsschub benutzen. Schlafe ich so da rein? Nö. Ein letzter Strahl, da bin ich frei. Ja, Azrael, da müsste ich aber erstmal wissen, wie ich an deinen scheiß letzten Strahl überhaupt rankomme. Das müsste da oben irgendwo sein. Ja, da ist es. Und dafür muss ich nach ganz oben. Entschuldigung, das war jetzt wieder mein Stuhl.
So. Was zum Henker kann ich denn... Da oben ist sogar noch was, wo ich gar nicht weiterkomme bisher. Und da war was. Mit anderen Worten, es gibt doch einen Punkt, an dem man weiterkommt. Okay, das Ding muss nach Süden zeigen. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Auf der Karte. Also schön im Auge behalten, wo ist das Portal? Ich kann es leider nicht gut sehen. Da, es muss jetzt also einmal komplett rum. So, jetzt noch ungefähr eine Vierteldrehung. Wow. Ach nee, Moment, das ist der falsche Punkt, oder? Das ist wirklich der falsche. Das ist einer zu weit. Hat wohl nicht ausgereicht. Tatsache, das reicht nicht. Das ist nicht hoch genug. Irgendwie muss ich das Ding doch in der Höhe verstellen können. Oder vielleicht komme ich doch an die Kante und muss es nur richtig abschätzen. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Ticken zu spät. Ah ne, es ist sogar. Es wäre perfekt gewesen, aber. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Nee. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ich komme einfach nicht hoch genug. Und hier ist ein Weg, den ich schon gegangen bin. Der andere ist ein Weg, von dem ich komme. Und Azrael sagt uns auch immer nur dasselbe. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Da gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, was irgendwie offensichtlich wäre. Voilà. Dass man hier von der Kante fallen kann, ist relativ offensichtlich. Wie komme ich da bitte drauf? Das Ding hat unten keine, hat innen keine von den Portalen. Oder gibt es oben im Raum irgendwelche Portale? Sehe ich bisher keine. Hast du irgendwas zu sagen? Der Engel verheimlicht etwas. Befreien wir ihn, damit wir herausfinden können, was er weiß. Edelmütig nicht. Aber ich schau mal, ich kann es ja nicht von allen Seiten sehen, die drehen sich ja gleich schnell. Gibt es dann hier von innen irgendwas? Nö. Toll, dann habe ich jetzt hier eine Folge, in der ich eigentlich nur herumblödel und nichts rausfinde. Vielleicht schneide ich auch einfach diese Folge komplett raus, weil ich hier überhaupt nicht weiterkomme. Moment. Jetzt sag mir nicht, dass das der Weg ist. Es sieht gut aus. Ich glaube es nicht. Dann tut es mir echt leid, dass ich... Das wollte ich nicht. Ich wollte andersherum rein. Es ist tatsächlich der richtige Weg. Gut, dann mache ich die Folge einfach was länger. Ach nee, oder? Oh, hier ist ein großes Artefakt. Und hier gibt's Seelen.
Und was ist das für eins? Ach, auch nur Soldat, okay. Okay. Verstehe, ich muss hier Timing haben. Hier brauche ich auch Timing. Ja, Mist, das wollte ich nicht. Was zum Henker? Okay. Wie eins ist weg. So, und jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwie mal was sehen, was interessant wäre. Nee, auch hier komme ich so nicht weiter. Wobei ich es wahrscheinlich einfach nur blöd angestellt habe. Nicht geschafft zu treffen, ist ja klar. So, und jetzt muss ich, glaube ich... Ja, jetzt hätte ich hier einfach durchgemusst in dem Moment. Mit ordentlich Schwung. Haha! Und hier ist irgendwo eine Kiste. Da oben? Kann gut sein. Ich hätte auch einfach runterspringen können, glaube ich. Hier ist ein Portal, das wir erst öffnen können, wenn halt das... Okay, das sieht ziemlich groß aus. Hier packe ich einfach mal eins drauf. Hier geht es auch erstmal noch nicht lang. Hoppla. Das war nicht meine Absicht. Ich laufe immer zu weit zu diesen Portalen hin, glaube ich. So, also von hier aus kommen wir noch nicht weiter, so wie es aussieht. Aber irgendwie müssen wir das. Das ist ein Portalrätsel. Irgendwas müssen wir machen können. Oh, ich lande hier drauf. Wunderbar. Komm, lass los. So wird das auch nichts. Hier wollte ich gar nicht hin. Was ist hier? Wow, hier geht's lang. Na also. Komm, den Zorn nehme ich mit. Und hier geht's noch nicht weiter. Wobei, was passiert, wenn ich das Ding hier aktiviere? Ja. Dann geht es hier weiter. Ach, und ich bin jetzt hier. Komme ich jetzt so weit hoch, oder? Nee, auch nicht. Aber es ist ein Weg zurück. Zu der Seite geht es jedenfalls nicht. Und kommt nur immer wieder zurück. Aber, ach ja, wart mal. Kann ich mir mit der Abgrundkette das Ding holen? Das wäre praktisch. Müsste ich mir nur hier ein Portal hinpacken. Und dann das richtige Timing, Timing haben. Ansonsten, wobei ich glaube, da packe ich mir lieber auch ein verstärktes Portal dann. Achso, das ist noch gar nicht drauf gewesen. So, und jetzt schnell. Vielleicht reicht es noch. Nee, weg damit.
Ja, das Timing war scheiße. Du drehst dich jetzt einmal. Gut, danach drehst du dich noch einmal und dann ist richtig. Hey, her damit. Ach, es hat sich nun... Wie bitte? Ach, nee. Ich bin nicht gut mit dieser Kette. Ach so, ja, ich verstehe jetzt, wie das läuft. Okay. Nehmen wir erstmal die hier. Bei denen weiß ich wenigstens, dass es was bringt. So. Hier gibt es nämlich garantiert was Schönes. Teil der Abgrundrüstung. Den wollte ich nämlich hier auf jeden Fall kriegen. Und... So. Hoppla. Falsch. Hier hätte ich lang gemusst. Klappt das? Ja, dann bin ich jetzt wieder hier. Ach nee, ich bin auch ein Vollidiot. Ich hätte eigentlich nur... So. Auf die andere Seite da ein Portal hinsetzen. Zurückkommen. Ich meine, hier gab es ja auch ein Portal irgendwo. Das heißt, ich muss einfach nur das Ding da wegnehmen, wenn es klappt. Und dann ist es ganz einfach. Manchmal ist es echt einfacher, als man denkt. So, hier eins hin. Hopp! Bin ich wieder hier. Hol mir einmal ganz schön dieses Ding. Und zack, einmal durch. Ach ne, ist nicht drauf gelandet, aber hat auch nicht gereicht. Dahinter. Reicht das trotzdem? Nein, ich muss besser zielen. Aber mit Explosiva, die will ich nicht zu lange in der Hand behalten. Ich glaube, es ist verständlich, warum. So geht's doch. Na also, und das Ding fährt auch noch hoch. Das heißt wohl, ich muss jetzt erstmal die Treppe hoch. Ja, ich würde mal, als ich am Anfang dieser Folge wirklich nur rumgerätselt habe und es eigentlich alles für den Arsch war, weil der Weg so einfach war. Ach, nimmt diese Säule denn... Ah, da ist das Ende der Säule. So. Einmal den hier. Und einmal hier durch. So, und hier ist dann das, was ich brauche, nämlich der Schlüssel des Betrachters. Hier muss ich, glaube ich... Ne, hier muss ich nicht durch, oder? Muss ich das? Ich glaube schon. Mist, ich muss hier durch. So, jetzt muss ich vernünftig zielen. Warten, bis das Ding runtergeht. Einmal durch. Hopp. Und hier ging es dann, glaube ich, zurück zu... Ja. Zu Azrael. Und hier mache ich dann mal einen Schnitt nach einer etwas längeren Folge. Wie gesagt, eine kleine Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da, wenn es euch soweit gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Darksiders. Cheerio, bis dahin!